Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Chaos ist immer noch am Start. Ich habe aktuell Urlaub, das heißt, Content wird jetzt aktiv wieder für euch gedreht. Heute eine neue Folge, ihr habt es im Titel eh schon gelesen, eine neue Folge über FL Studio. Paar Tipps, paar Tricks, paar Funktionen, die vielleicht viele von euch noch nicht kannten. Vor ungefähr knapp einem Monat gab's ein heftiges FL Studio Update. Ihr habt wahrscheinlich schon zahlreiche Videos gesehen, falls ihr natürlich mit der DAW arbeiten solltet. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber wirklich Next Step, also Riesenschritt nach vorne. Da können sich die ein oder anderen DAWs wirklich eine Scheibe abschneiden. Ich zeige euch heute ein paar Funktionen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, euch auch das Arbeiten ein bisschen erleichtert. Es sind halt auch so kleine Funktionen, die so viel ausmachen, und ich würde sagen, wir switchen in FL Studio. Neuer Remix kommt auch bald, vielleicht lasse ich euch kurz reinhören, und ich würde sagen 3, 2, 1, Abfahrt. Angekommen in FL Studio, ich habe ein leeres Projekt aufgemacht und wir fangen ganz easy going an mit: Wie fügt man eigentlich Sample Packs hinzu? Ihr könnt es hier auf der linken Seite schon erkennen. Bitte beachtet auch da nicht die Ordnung. Ich hätte von Anfang an alles ein bisschen besser sortieren sollen. Ich habe jetzt Urlaub, das heißt, ich nehme mir auf jeden Fall die Zeit, um da ein bisschen was zu sortieren, ein bisschen ja in neue Ordner zu packen und so weiter. Ich will euch heute mit dem ersten Tipp und Trick, was wirklich super, super wichtig ist, was eigentlich jeder kennen sollte, der mit Sample Packs arbeitet, will ich euch zeigen, wie man Sample Packs überhaupt in FL Studio einfügen kann, beziehungsweise hinzufügen kann. Und zwar geht ihr einfach, also ich habe alles, wie im letzten Video schon gesagt, alles auf Englisch gelassen, weil ich habe es halt mit englischer Sprache auch gelernt, beziehungsweise halt das Programm damals gab es ja nur auf Englisch, mittlerweile gibt es ja mehrere Sprachen. Ihr geht ganz easy, Optionen, hier File Settings, und auch hier seht ihr, meine kompletten Folder sind voll belegt. Ich habe hier zahlreiche Sample Packs, ich arbeite auch sehr, sehr viel mit Sample Packs, deswegen muss ich dringend aussortieren, damit ich irgendwie die Kicks in einem Ordner habe, die Hi-Hats in einem Ordner habe, dass einfach wieder ein bisschen mehr Struktur da reinkommt. Und genau, ihr geht halt dann einfach ganz easy hier auf den Ordner, wählt dann eure jeweiliges Sample Pack aus, drückt hier drauf, geht auf Ordner auswählen und zack, ist der hinzugefügt. Der sollte dann auch hier auf der linken Seite erscheinen. Nochmal kurzer anderer Tipp, den habe ich mir eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber falls euch das hier an der Seite standardmäßig zu klein ist, Rechtsklick auf Zoom, und dann habe ich jetzt auf Huge, ihr könnt auch auf Massive, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu groß, deswegen lasse ich das hier auf Huge, und ich muss sagen, ja, so ist eigentlich voll übersichtlich, und ich würde sagen, wir kommen gleich zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, Freunde, geht auch um Sample Packs, und zwar: Wie färbt man einen Ordner ein? Standardmäßig sind, glaube ich, alle hier in dieser Farbe hier, alle in diesem Grün. Und ich muss sagen, hier zum Beispiel habe ich ein Sample Pack von Lister. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich will auch bald ein eigenes Sample Pack rausbringen. Deswegen Insta abfolgen, Stories anschauen. Da werde ich dann den Link reinposten, wenn ich mein Sample Pack zur Verfügung stelle. Wird auch nicht teuer sein, sondern, ich weiß nicht, vielleicht 2-3 Euro. Aber ihr habt wirklich ein saftiges Sample Pack für den Start, für Remixe, eigene Songs oder was auch ihr immer machen wollt. Wie bekomme ich jetzt meine Sample Packs, weil ich arbeite halt wirklich sehr, sehr viel mit Sample Packs, wie bekomme ich die farbig? Ganz easy going, ihr geht zum Beispiel hier, ich nehme jetzt Impulses, einfach Rechtsklick, Change Color, ihr könnt euch hier einfach random eine Farbe auswählen. Ich würde euch jetzt nicht grün empfehlen, weil standardmäßig ist es ja grün. Ich nehme zum Beispiel, keine Ahnung, hier rosa, drück Chapted und zack, ist das schon farbig markiert. Das, was FL Studio mit diesem Update gemacht hat, ist wirklich geisteskrank. Ihr geht auf Tools, also was will ich euch genau zeigen? Und zwar geht es um Mastering. Und zwar FL Studio hat ein eigenes Mastering-Plugin in das Programm integriert, was unfassbar geil ist. Weil ihr müsst eins überlegen, ich bin auch kein Profi, ich mache das alles nur hobbymäßig, so wie viele andere da auch. Und ich vermute mal, die, wo meine Videos schauen, fangen gerade an, wollen sich ein paar Tipps abholen. Mache ich ja auch nicht anders, ich schaue mir auch irgendwelche Tutorials an, um neue Sachen zu lernen. Deswegen können wir uns hier wirklich geil connecten. Rein in die Kommentare, Freunde, falls ihr andere Tipps oder Tricks habt, die der ein oder andere oder ich vielleicht noch gar nicht kennen. Nochmal zurück zum Mastering, ihr könnt einfach auf Tools Mastering gehen. Das ist die neue Funktion. Schlechte Nachrichten, Freunde, zu diesem Tipp. Ich kann euch das leider nicht genau zeigen, zumindest nicht die genauen Settings, weil hier irgendwas
mit dem Mastering-Plugin von FL Studio nicht funktioniert. Warum auch immer. Vielleicht muss ich ein Ticket schicken oder FL Studio updaten. Wenn ihr, ich kann euch das so nochmal kurz zeigen, vielleicht funktioniert es ja bei euch. Ihr geht über Tools auf Mastering, dann auf Starten, dann kann man auswählen, für welche Plattform, und das ist, finde ich, das Geile, für welche Plattform man dieses Projekt zum Beispiel hochladen will. Wenn wir es für YouTube nehmen, wird automatisch die Lautstärke auf -6 Loops, also so wird es kalkuliert. Es gibt ja für Spotify, es gibt für Amazon Music, es gibt für YouTube, es gibt für Soundcloud verschiedene Loops-Einstellungen, also Lautstärke-Einstellungen. Und bei YouTube sind es halt -6, die empfohlen werden. Und das kann man halt hier gleich auswählen, dass man sagt, okay, ich will diesen Song, diesen Remix direkt dann auf YouTube laden. Und man kann halt dann hier die Plattform auswählen. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber wenn ihr auf Start drückt, könnt ihr dann hier YouTube auswählen. Dann steht hier Mastering in -6 Loops, was halt die beste Einstellung sein soll. Ihr startet es, könnt gegenhören. Ist natürlich jetzt kein perfektes Mastering, weil wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, kann man viel, viel mehr rausholen. Aber ich denke mal, so für den ein oder anderen Gebrauch, wenn man sagt, okay, ich will das mal ausprobieren, ist halt wirklich, wirklich eine geile Funktion. Und da muss ich ehrlich sagen, auch wenn es bei mir jetzt gerade nicht funktioniert, ist das Plugin, was FL Studio mit dem Update gebracht hat, wirklich eine 10 von 10. Und jetzt sagt mir mal, welches oder welche DAW ein Mastering anbietet für nichts. Und das finde ich halt schon sehr, sehr krass. Also muss ich ehrlich sagen, FL Studio, Daumen nach oben. Tipp Nummer 4, und das ist wirklich auch ein unfassbarer Lifehack für mich, womit das Produzieren viel, viel schneller geht. Und zwar, ich habe jetzt kurz meine Cam hier ausgepackt, denn ich muss euch kurz, also ich arbeite oder ich habe ja parallel auf meinem Setup hier 2 Stream Decks am Start. Und ein Stream Deck habe ich jetzt mit FL Studio verknüpft, beziehungsweise mit den ganzen Plugins, mit den ganzen VSTs. Und ich kann wirklich mit einem Knopfdruck einen Synth oder einen Effekt reinladen, ohne hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier aufs Plus gehe, muss ich zum Beispiel sagen, okay, ich will meinen Synthesizer Serum. Ah, wo ist er? Klar, man könnte auch hier mit der Tastatur S durchseppen, aber ich habe halt alles über mein Stream Deck laufen und ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich mir hier so Unterordner, also das sind hier die ganzen Effekte für den Mix und Mastering Channel und hier oben meine ganzen Synths. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier rechts, will ich eine nochmal ein Serum drin haben, dann schaue ich einfach hier, okay, hier ist bei mir Serum und drücke jetzt hier drauf und es öffnet sich einfach ein Serum. Ich kann euch gerne, wenn ihr wollt, Tutorial machen. Wird auch fix gehen. Schaut einfach auf TikTok auch vorbei. Da werde ich das Ganze hochladen. Ich kann auch zum Beispiel sagen, okay, ich würde Silent Wand gerne haben. Zack, Silent Wand drin, ohne jetzt immer hier auf das Plus zu drücken. Finde ich halt wirklich, wirklich geil. Es sind halt so die kleinen Sachen, die doch irgendwie viel ausmachen. Also falls ihr einen Stream Deck habt, egal ob klein oder groß, ihr könnt das mit FL Studio verknüpfen, müsst ihr ein paar Einstellungen machen, die kann ich euch gerne im separaten Video zeigen, gerne kommentieren. Wir machen weiter mit Tipp oder Trick Nummer 5, war oder kam auch mit dem letzten FL Studio Update, ist auch wirklich insane, wirklich, wirklich geil. Wir haben jetzt hier ein ganz normales Piano drin. Ich packe euch jetzt mal hier die Piano Roll rein. Und jetzt passt auf, es gibt einfach so eine geile Funktion für viele, die wo Noten nicht lesen können, so wie ich. Also ich spiele alles nach Gehör und Gefühl. Ihr könnt einfach hier auf das Werkzeugsymbol gehen und einfach Chorde generieren lassen. Und ich spiele euch das mal ab. Also FL Studio baut selber Chords oder Akkorde, die wo passen. Und ihr müsst euch eigentlich um nichts mehr kümmern. Ihr könnt dann Feinschliff machen oder sagen, ihr wollt was anderes, aber wir spielen es mal ab. Ihr könnt auch hier Generate machen, dass halt einfach irgendwas erstellt wird. Einfach ausprobieren. Man kann hier Chorde machen, man sieht, okay, welche Noten passen zusammen. Also haben sie eine wirklich, wirklich geile Funktion rausgebracht. Ich kann euch mal ganz kurz Preview für alle, die auf YouTube zuschauen. Preview aktueller Remix. Ist, also ich bin ein bisschen spät dran, aber ich glaube, der wird richtig geil. Der wird wirklich richtig, richtig geil. Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im
Ort daneben, schon zweimal so viel, 300.000 Wien. Wir haben die letzten zwei Jahre gewartet, und nach dem 6.8. war ein Dorfflug. Es gibt zum Beispiel die Funktion, was ich unfassbar, unfassbar geil finde, was sie auch mit dem neuen Update rausgebracht haben. Hier haben wir jetzt die Vocal von dem Remix, was ich mache. Und zum Beispiel hier, ich spiele euch das mal ab. Okay, ich habe jetzt hier einen Stutter-Effekt drauf. Und jetzt zum Beispiel will ich diesen Part pitchen. Und wenn ich das jetzt hier mit Doppelklick machen würde, wird sich der komplette, ich kann euch das kurz zeigen, ich pinch den jetzt mal ganz runter. Jetzt seht ihr gleich, dass sich der komplette oder die kompletten Vocals runterpitchen. Genau, jetzt hört sich halt der ganze Song an, jetzt muss ich das nochmal... Genau, jetzt habe ich es wieder normal gemacht und zwar will ich jetzt diesen Part einfach runterpitchen, aber der Part soll gleich bleiben, deswegen drückt ihr... Shift, V, gedrückt halten, wählt den Part aus, Linksklick, zieht das Ganze rüber und lasst dann erst den Linksklick los. Und ihr seht, es hat sich hier Hashtag 15, das heißt Make Unique, ein eigener Teil vom Song, dupliziert. Aber ich kann diesen Part jetzt verändern, wie ich will. Und der Part hier vorne, also der restliche oder die restlichen Vocals bleiben einfach gleich. Ich zeige euch das nochmal. Also das ist jetzt der neue rauskopierte Teil von der Vocal. Genau, und jetzt pitche ich den runter. So, und wenn ich jetzt hier aber abspiele, ist alles gleich geblieben. Das ist, Freunde, ein Lifehack, der euch sehr viele Funktionen geben wird, sehr viele geile Möglichkeiten geben wird, dass ihr Remixe, eigene Songs erstellen könnt, ohne zu verzweifeln, weil ich bin auch oft verzweifelt. Ich glaube, der nächste Tipp ist auch, damit bin ich FL Studio so unfassbar dankbar, dass sie diese Möglichkeit oder diese, wie soll ich sagen, diese Funktion hinzugefügt haben. Und ich glaube, da spreche ich für viele Produzenten oder viele Hobbyproduzenten. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich suche mir mal kurz einen Song raus. Wo haben wir es denn? Wir ziehen jetzt hier Crow rein. Und jetzt immer das Problem gewesen, will man daraus einen Remix machen, muss man die Vocals raussuchen. Meistens hat man es so gemacht, dass man YouTube-Vocals von dem jeweiligen Track gesucht hat, mit einem Konverter runtergeladen hat, Qualität jetzt nicht so geil ist. Klar kann man das wieder irgendwie ein bisschen boosten mit irgendwelchen Effekten, aber es gibt jetzt in FL Studio einfach so eine geisteskranke Funktion und die kennen viele einfach noch nicht und ich weiß nicht warum, weil die ist einfach wirklich eine 11 von 10. Also wie gesagt, Möglichkeit YouTube-Konverter, irgendwas in YouTube zu suchen. Manchmal gibt es aber diese Vocals davon gar nicht, wo man jetzt Remix machen will. Oder die Chance ist 0,01, dass man das Plattenlabel anschreibt und die Vocals davon bekommt und erst recht als ganz kleiner Künstler, das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es bei FL Studio eine Funktion, Junge, die ist einfach geisteskrank. Ihr geht hier, egal welchen Song ihr nehmt, ihr geht hier oben wieder in dieses Eck, Linksklick, und dann gibt es einfach Extract Stems from Sample, drückt hier drauf und das, Freunde, das ist unfassbar geil. Ihr könnt hier auswählen, was rausgesampelt werden soll. Die Drums, der Bass, Instrumental, Vocals. Und jetzt zeige ich euch zum Beispiel, wir machen jetzt einfach mal alles. Die Drums soll, extra Spur, der Bass, die Instruments und die Vocals. Es wurde jetzt gesplittet auf 4 weitere Samples und das hier ist das Originale. Ich spiele es nochmal kurz ab. Das ist der originale Song und wir haben jetzt hier, es ist nicht 100% immer perfekt, aber allein, dass es diese Möglichkeit gibt, ist halt wirklich eine 10 von 10. So, wir spielen jetzt hier einmal die Drums ab, wird auch gleich so benannt. Das ist halt schon geil. Hier haben wir zum Beispiel, ich mache jetzt das mal aus, wir haben hier den Bass.
Und dann haben wir hier das komplette Instrumental. Also ist echt schon sehr, sehr gut geworden. Und hier haben wir wirklich nur die reinen Vocals. Ja, yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze. Und das, Freunde, gibt euch die Möglichkeit, so viele Remixe rauszuballern. Das ist so geisteskrank. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, die Drums brauche ich gar nicht, weil ich mach eh Kick und Bass. Also mach ich zum Beispiel immer Kick, Bass. Drums brauche ich nicht, Bass, gut, weiß ich nicht, kann ich mal drin lassen. Instrumental ist ja keine, sind ja keine Drums dabei, das heißt, ein bisschen melodisch kann ja im Hintergrund was laufen, zumindest das Originale. Oder ihr spielt selber was ein, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das Ganze hört sich dann so an, ohne die Drums. Ja, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von hier. Sieh, der Chat ist. Und das ist halt eine Funktion, Freunde. Und wenn ihr sagt, okay, ich wollte nur die Vocals haben oder eurem Kumpel schicken, hey, kannst du mir die Stems schicken? Zumindest die Vocals davon. Zack. Ja, yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Und ich hätte ehrlich gesagt richtig Bock, dann Remix zu machen. Sag ich euch so, wie es ist. Und das, Freunde, ist ungefähr mit Abstand meine Lieblingsfunktion, warum ich auch bei FL Studio jetzt geblieben bin und warum das Arbeiten auch wieder so viel mehr Spaß macht. Die werden da noch Feintuning machen, die werden das regelmäßig, denke ich mal, updaten, fixen. Man hört halt klar noch die Höhen so ein bisschen raus, aber das kann man mit Kompressoren und möglichen Effekten alles noch bearbeiten. Aber so Stems zu bekommen, die wo man damals echt schwer bekommen hat, hier jetzt mit einem Mausklick, klar wartet man 2 Minuten, aber man hat dann komplett 4 Stems, Bass, Drums, Instrumentals und die Vocals. Und Vocals sind ja mit Abstand das Wichtigste. Und das, Freunde, ist wirklich das größte Highlight für mich. Und jetzt kommen wir noch zu einer letzten Funktion. Es gibt die Möglichkeit, ich zeige euch das hier mal, man hat hier sogenannte Fader, finde ich unfassbar geil. Man muss nicht immer mit Automation Clips arbeiten, sondern man kann sagen, okay, der Fade-In soll hier passieren. Das heißt, schön smooth reingehen. Ja, yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab ge- Und das ist halt unfassbar geil, wenn ich jetzt hier kürze, kann ich sagen, okay, der Anfang soll leise sein. Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und ich will euch jetzt zeigen, wie ihr das Ganze einstellen könnt. Ist normalerweise automatisch eingestellt, aber falls ihr die Funktion nicht habt, schaut hier oben mal in diesen Rack rein und ihr müsst einfach, also ihr könnt hier verschiedene Sachen auswählen und ihr wählt einfach nur hier dieses X aus und habt dann automatisch diese Fader. Ich kann es mal ausmachen, hier jetzt sind die Fader nicht da, aktiviert das, sind die Fader da. Mache ich es weg, kann ich hier nichts mehr bearbeiten, schon sind sie wieder da. Also das ist wirklich eine Funktion, die hat mir auch oft den Arsch gerettet und hat mir enorm viel Automation-Clips erspart. Und ich würde sagen, Freunde, das war's eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben. Es gibt noch so viel mehr Funktionen, die ich euch in den Videos jetzt zeigen werde. Ich habe, wie gesagt, jetzt 2 Wochen Urlaub, jetzt wird durchgehustelt. Schaut gerne auf den Socials bei mir vorbei, ist alles unten verlinkt. Ihr könnt gerne schreiben, was euer Favorite ist. Also ich muss ehrlich sagen, mein Favorite sind die Stems. Hat mir enorm bei Remixen geholfen, auch bei meinem aktuellen 80 Millionen Remix. Bevor ich jetzt das Video beende, ich will euch noch ganz kurz einen Teil von meinem Remix zeigen, beziehungsweise den Drop. Und ich bin raus, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Das